3, 2, 1, los! Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 13. Ausgabe von Beta. Auch heute sind wir wieder an einem neuen Ort, nämlich auf einer Hebebühne. Ja, wir sind in der Kletterhalle 6A Plus in Winterthur, umgeben von 2800 Quadratmetern Kletterfläche. Ich würde sagen, wir cruisen heute durch unsere Themen und durch dieses Kletterparadies. Die Themen der heutigen Sendung natürlich brandaktuell, die Wiederholung der Route Bibliografie durch den Italiener Stefano Ghisolfi. Mit Ghisolfi konnten wir noch nicht sprechen, aber wir haben mit Alexander Megos gesprochen. Dominik, auf was blicken wir sonst noch so? Ja, wir blicken auch auf Olympia zurück. Jetzt ist diese olympische Sportkletterpremiere Geschichte. Wir haben die ersten Olympiasieger im Sportklettern. Wir machen so ein kurzes Debriefing und wir fragen uns aber auch, sind denn die richtigen Athleten Sieger geworden? In der heutigen Sendung haben wir natürlich auch ein Fokusthema. Es geht nämlich um einen Gipfelstreit in den Schweizer Bergen. Eine Bank hat Metalltafeln auf 150 Gipfeln aufgestellt, QR-Codes da angebracht. Das passt der Organisation Mountain Wilderness gar nicht. Wir sind der Meinung, es braucht unverbaute Gipfel für authentische, echte Bergerlebnisse. Und Werbung hat für uns einfach in der Natur nichts verloren. Okay, so, jetzt aber eben, jetzt sind wir zu oberst hier in der Kletterhalle 6A Plus. Aber hey, wieso heißt diese Halle eigentlich 6A Plus und nicht zum Beispiel 8A Plus? Wäre sicher ein bisschen krasser, so 8A Plus als Name. Das haben wir aber den Hallenbetreiber gefragt, Simon Riediker, wie er zu diesem Namen kam. Simi, wieso heißt eigentlich 6A Plus 6A Plus? 6A Plus ist ein Schwierigkeitsgrad, dort wo die Einsteiger mal herren und dort wo die Profis aufwärmen. Ja, das leuchtet doch ein, 6A Plus, also der Grad, auf dem sich alle treffen, die Anfänger, die Fortgeschrittenen. Jetzt aber zu einem ganz anderen Grad, 9C oder vielleicht 9B Plus und damit zu den News. Am letzten Tag seines Klettertrips in Seuss sorgte Stefano Ghisolfi für eine Sensation. Ihm gelingt die Rotpunktbegehung der Route Bibliografie. Sollte Ghisolfi die Route ebenfalls mit 9C bewerten, so wie es Erstbegeher Alex Megos tat, so wäre es die erste bestätigte 9C-Route der Welt. Noch hat sich der Italiener aber nicht zum Grad geäußert, wir sprechen aber gleich mit Erstbegeher Alex Megos. Der Belgier Sepp Baert schlug wieder einmal an den großen Wänden zu. Er befreite L'Histoire sans fin 8B Plus am Petit Clocher du Portalet. Schon wird die Route als schönste Granitmeerseilingen-Tour Europas gefeiert. Wenige Tage später befreite Baert eine zweite, noch schwierigere Linie am Petit Clocher, La Promesse de l'Aube 8C. Damit nicht genug, zum Abschluss der diesjährigen Saison holte er sich die Eintages-Rotpunktbegehung des gastlosen Testbis Yeman 8B+. Obwohl die Route zu großen Teilen nass und die Bedingungen damit alles andere als gut waren, wertete der Belgier die Route in ihrer Schwierigkeit ab. Knapp eine Woche später erreicht uns erneut eine Meldung aus den Gastlosen. Der erst 16-jährige Lukas Sager holt sich ebenfalls eine Eintages-Rotpunktbegehung von Yeman. Der junge Österreicher seinerseits belässt die Bewertung aber beim Grad 8B+. Erfolgreich in einer alpinen Tour war auch die Schwedin Matilda Söderlund. Sie kletterte Parzival, die schwierigste Mehrseillängenroute im Alpstein, bewertet mit 8B. Es ist die erst dritte Wiederholung dieser Route an der imposanten westlichen Dreifaltigkeit und ein solides Debüt im alpinen Bereich für die Schweden. Ja, ist es die erste bestätigte 9C der Welt oder nicht? Das hängt jetzt natürlich davon ab, was Stefano Ghisolfi zum Grad sagen wird. Stand jetzt, wo wir diese Sendung drehen, hat er eben noch nicht sich zum Grad geäußert. Wir haben natürlich bei Alex Megos nachgefragt, ob er schon mehr weiß. Stefano hat sich ja zum Grad noch nicht geäußert und ich denke, da müssen wir erstmal abwarten, was er sagt und vor allem, was er auch sagt, nachdem die ganze Crew einiges an neuen Betas gefunden hat. Insofern, es wird mich nicht wundern, sage ich mal, wenn es vielleicht am Ende doch nur 9B Plus ist, weil er hat dann doch gemeint, dass ich teilweise ganz schön Quatsch da fabriziert habe in der Route. Er ist gar ein bisschen selbstkritisch jetzt in seiner Antwort. Er spricht da davon, nicht die beste Lösung gefunden zu haben. Quatsch produzieren, das sind seine Worte. Remo, wie ist das einzuordnen?
9B Plus würde mich überraschen, wenn Sie jetzt 9B Plus vorschlagen würden oder Stefano Gesolfi vielleicht eher 9B Plus schwierig oder 9C soft oder so. Aber auf alle Fälle, das haben wir schon mal in der Sendung drüber gesprochen, eine Route bei der Erstbegehung einzuschätzen, einzuordnen, einen Schwierigkeitsgrad zu geben, ist mega schwierig. Man ist vielleicht festgefahren in seiner Beta, hat nur diese Lösung, versucht die immer und immer wieder. Jetzt ist eine riesen Crew da in Sees, probiert die Route, tauschen sich aus, versuchen verschiedene Varianten und haben offenbar eben auch andere Varianten als Megos gefunden. Es könnte also gut sein, dass die Route durch das eben ein bisschen einfacher wird. Ja, wir haben auch bei Megos nochmals nachgefragt, ob denn jetzt Stefano Gisolfi andere Lösungen, andere Beta hatte, und er hat es auch bestätigt, allerdings nur schriftlich. Er hat gerade geschrieben: Ich denke, wenn Gisolfi 9B Plus findet, dann ist das völlig okay. Das wäre auch mein Gefühl gewesen, nachdem ich gesehen habe, dass es neue Beta gibt. Wir sind gespannt. Apropos neue Beurteilung von Graden und damit ein neues, altes Thema, sage ich mal. Sepp Bert hat also Yeah-Man an den Gastlosen abgewertet. Schon wieder, muss man sagen, Remo. Ich glaube, es ist das dritte Mal schon, dass wir das in unserer Sendung jetzt dieses Thema streifen, dass die Belgier abwerten. Stopp, sonst kommt uns die Decke zu nah. Ja, das ist schon wieder, er ist ein notorischer Abwärter, kann man sagen. Es kommt in der Szene natürlich gar nicht gut an. Cedric Lascher, der Schweizer, hat schon mal ein bisschen kritisch sich geäußert zu diesen Abwertungen. Und jetzt hat es ihm definitiv den Deckel gelupft, sagt man auf Schweizerdeutsch. Er hat die Schnauze voll. Er schreibt nämlich in einem Kommentar zu Sepp Berts Begehung: Wenn du einen Ratschlag haben willst, lieber Sepp, dann akzeptiere, dass du stark bist und versuche, nicht so sehr ein Arschloch zu sein, sonst endest du wie Bue und wirst von allen gehasst. Fang lieber an, eigene harte Mehrseillängen-Touren zu machen, danach kannst du immer noch Mr. Abwerten spielen. Da steckt also einiges drin, das müssen wir mal noch gesondert behandeln. Also auch ein Arschloch wirst gehasst wie Bue ist mir irgendwie neu, aber... Ja, Bue ist bekannt, dass er schwer oder hart bewertet, aber dass er ein notorischer Abwärter ist, weiß ich jetzt nicht. Aber die Sache werden wir sicherlich für euch vertiefen. In einer anderen Sendung. Jetzt haben wir aber noch Mathilda Söderlund vor die Kamera gekriegt. Besser gesagt, du, Remo, hast das organisiert. Sie war hier bei uns quasi vor der Haustüre im Alpstein klettern, die Route Parzival. Wir haben mit Mathilda über ihre Begehung gesprochen. So for me, like the strategy of trying a multi-pitch was completely new. So it was kind of, you know, diving into the unknown, and we just figured things out as we progressed on the route. The first day, for example, it took us so long just to get to the wall with all the gear and starting, you know, making sense of how we should approach this. So we actually only climbed the first two pitches on the first day. And the second day we climbed up to the 8B crux, and then a storm came in, so we had to go down from the little hut that we were staying in and down to the valley. And then we came back 2 days later and the conditions were much better because it was also super duper hot in the beginning of the trip. So it felt like climbing a different route basically, because it was much, much better conditions. Blicken wir noch schnell auf Olympia zurück. Jetzt ist diese Sportkletterpremiere also schon Geschichte. Es herrscht aber ein bisschen ein postolympisches Vakuum, würde ich jetzt mal sagen. Man hört kaum etwas, wenn, dann am ehesten so leise Enttäuschung oder vielleicht sogar Kritik am kombinierten Format. Das habe ich auch das Gefühl. Die meisten Favoriten sind ja auch leer ausgegangen, außer Jakob Schubert. Adam Ondra, der hat über sein Team Folgendes kommuniziert im Nachgang zu den Spielen. In this competition format, after finishing all three disciplines, five climbers were better than Adam, at least according to the score tables. Also in anderen Worten, eigentlich hätte Adam Ondra gewinnen sollen, das Format war nur das Falsche. Ja, die Kritik an diesem Format schwingt natürlich ziemlich deutlich mit. Das war natürlich auch ein bisschen problematisch, weil durch diese Multiplikation der Ränge der einzelnen Disziplinen stand erst zuletzt fest, wer denn jetzt an diesem Wettkampf wirklich gewonnen hat. Und Adam Ondra, der ist dann ziemlich am Schluss des Wettkampfs, also beim letzten Durchgang, dann von Platz 1 auf Platz 6 runtergerutscht. Jetzt aber eine ketzerische Frage, Remo, unter diesem Aspekt. Sind denn die richtigen Athleten und Athletinnen Sieger geworden?
Ja, bei den Frauen definitiv. Es war ja die Kronfavoritin Janja Gambre. Die hat sich trotz dieses Formats, olympischen Formats, durchgesetzt, hat die Goldmedaille gewonnen. Bei den Männern sah es ein bisschen anders aus. Da gewann ja der Spanier Alberto Gines López. Und dies trotz einer eher mäßigen Leistung in Bouldern und Lead. Beim Bouldern war er zum Beispiel nur Siebter, also der letzte dieser Finalteilnehmenden. Nur beim Speed war er Erster. Der erste Rang hat ihm also im Speed letztlich auch die Goldmedaille gesichert, kann man sagen. Allzu detailliert wollen wir das jetzt aber hier nicht mehr behandeln. Wir haben auf lacrux.com Analysen geschrieben, Einordnungen, zum Beispiel auch, wieso ist es richtig, dass bei der nächsten Austragung in Paris dann Speed eben separat behandelt wird, nicht mehr Teil des kombinierten Formats. Ihr könnt euch das alles nachlesen. Aber jetzt apropos Speed, schaut euch das mal an. Alle, 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 alle! Komm! Das war Lukas Knapper. Er ist Gewinner unseres Speed-Wettbewerbs, denn wir haben euch ja aufgerufen, unsere Speed-Zeiten zu unterbieten. Lukas Knapp hat das eben knapp geschafft, nämlich mit der sensationellen Zeit von 5 Sekunden irgendwas. 0,933, ja, also knapp geschafft. Aber warte mal, lass mich das mal googeln. Das ist ja rekordverdächtig. Lukas Knapp. Aha, ja gut, aber das ist ja fast schon ein Profi. Also wir sind geehrt, dass ein Profi uns herausgefordert hat und richtig geschlagen hat. Wir rufen damit mit 5,933 Sekunden die erste offizielle Action Talk Speed Bestzeit aus. Danke, Lukas. Ja, neben Lukas haben noch weitere Leute mitgemacht, unter anderem Sascha Schwab, Hanna Siegel und Noah Baumann. Sie haben unsere Herausforderung ebenfalls angenommen. Die Rangliste sieht am Schluss wie folgt aus. An erster Stelle, wie gesagt, Lukas Knapp mit 5,93 Sekunden, Sascha Schwab, Hanna Siegel, dann meine Wenigkeit Dominik und Noah Baumann und auf dem siebten Rang Luca Oswald. Glückwunsch an alle, die hier teilgenommen haben. Außer uns kriegen alle einen Schuh nach Wahl von Unparallel. Damit ihr den kriegt, schickt uns eure Adresse und Angaben an redaktion@lacrux.com. Ja, also die Rangliste ist jetzt nicht gerade überwältigend. Speed scheint wirklich nicht so beliebt zu sein. Interpretieren wir das mal. Wir haben ja gehofft, dass wir das ein bisschen beliebter machen können mit unserem Video. Das ist uns definitiv nicht gelungen. Wir sind gescheitert. Ich würde sagen, wir gehen wieder mal eine Etage tiefer. Ist gut. Kommen wir jetzt zu unserem Fokusthema. Und jetzt würde ich sagen, fahren wir die Bühne ganz nach oben, denn es geht um Gipfel. Genauer gesagt, um Gipfelstreit. Jetzt verlieren. In dem digitalen Gipfelbuch können sich jetzt alle Berggänger nicht nur schriftlich verewigen. Sie können den Weg da rauf beschreiben, dokumentieren mit Fotos. Das ist doch Musik. Im letzten Jahr hat die Bündner Kantonalbank auf 150 Bündner Gipfeln Metalltafeln mit digitalen Gipfelbüchern installiert. Ich bin jetzt hier am Zerfreilacher Südgipfel. Eigentlich eine traumhafte Gegend, absolute Welt, unberührt. Aber eben diese Tafel hier. Und wir sind der Meinung, die müssen weg. Die Installationen der GKB liegen zum großen Teil auf Gipfeln, die sehr naturnah und abgeschieden sind und kaum menschliche Spuren aufweisen. Wir sind der Meinung, dass unberührte Gipfel für echte Bergerlebnisse erhalten bleiben müssen. Deshalb haben wir die Bank aufgefordert, ihre Stahltafeln bis Ende 2021 zurückzubauen. Aber die GKB weigert sich. Ja, wie gesagt, es ist ein Gipfelstreit, der sich ja gerade entfacht in den schönen Bündner Alpen. Die einen haben Freude, sich digital zu verewigen bei einem QR-Code, den man da auf den Gipfeln findet. Die anderen finden das natürlich eher unnötig, die stören sich daran. Wir haben mit beiden Parteien gesprochen. So, hier auf dem Zerfreilacher Südgipfel habe ich eigentlich erst schon gedacht, das hat schon wer abmontiert. Aber nein, da ist es, es hat nur jemand eingebaut. Willkommen auf dem Südgipfel.
Ist es eine gemeinnützige Aktion oder einfach nur nervige Werbung? Die Bündner Kantonalbank, die betont, ihr Logo sei weder auf den Metalltafeln zu sehen, noch führe der QR-Code auf ihre Webseite, sondern auf eine gesonderte Landingpage. Werbung spiele keine Rolle. Also das ist korrekt. Das war auch vom, zu Beginn des Projekts für uns völlig klar. Wir wollen sicher keine Werbung, keine Werbetafeln in der Natur haben. Deshalb kein Name, kein Logo, rein gar nichts. Uns geht es auch nicht darum, möglichst präsent zu sein, überhaupt nicht. Sondern wie gesagt, wir wollten ein Projekt machen, das auch ein Dankeschön an die Bevölkerung ist, dass man das nutzen kann. Ja, das Logo nirgends zu sehen, das stimmt so nicht. Wenn wir diese Landingpage anschauen, prangt zu oberst natürlich das Logo. Aber abgesehen, ob Werbung oder nicht und weiß ich nicht, was darf man überhaupt Metalltafeln auf Berggipfeln installieren? Offenbar ja. Die Regulation ist da sehr gering. Also man kann eigentlich ziemlich viel machen, ohne dass man dafür eine Baubewilligung braucht. Wir haben ja auch diverse Interessensgruppen von Beginn weg beim Projekt mit eingeschlossen. Das war WWF war mit dabei, auch Pro Natura war mit dabei. Sie waren zu Beginn auch eher zurückhaltend, haben dann aber gemerkt, um was es uns geht und das Projekt dann auch mit unterstützt. Finde ich umso erschreckender, dass die sogar den offiziellen Stempel bekommen haben, vor allem auch von Verbänden wie Pro Natura und WWF. Die Frage lautet natürlich, wie lange sollen diese Tafeln jetzt da oben bleiben? Werden die einfach zerfallen, zerfleddern? Was passiert mit denen? Fragen wir Herrn Rust. Wir haben während des ganzen Projekts nie gesagt, dass das Ende 2020 wieder vorbei ist. Wir haben immer gesagt, das bleibt länger, aber wir werden auch dafür sorgen und einstehen, dass der Unterhalt und Pflege gewährleistet ist. Also deshalb haben wir gesagt, sicher bis Ende 2023. Dann gegen Ende Jahr werden wir sicher eine Neubeurteilung vornehmen. Sollten wir zum Schluss kommen, nein, es ist vielleicht nicht mehr das Interesse vorhanden wie zu Beginn, dann werden wir selbstverständlich einen geordneten Rückbau in 2024 aller Gipfelbücher vornehmen. Es klingt jetzt aber ein bisschen danach, als ob die da für immer oben bleiben werden. Also wenn es weitergeführt wird, auch da, dann sind wir selbstverständlich, stehen wir ein, dass Unterhalt und Pflege gewährleistet ist. Mountain Wilderness findet es absolut nicht okay. Diese Organisation hat nun zum Gegenangriff geblasen. Sie haben eine Petition lanciert und sie geben jetzt Sticker, so Kleber heraus, die man bestellen kann, um, wenn man auf die Gipfel geht, diese Tafeln zu überkleben. Der QR-Code führt dann nicht mehr auf das E-Gipfelbuch für die Selfies, sondern auf die Petitionsseite. Sie haben also ihre Söldner aktiviert, diese Organisation Mountain Wilderness. Der Krieg in den Gipfeln ist entfacht, kann man sagen. Ja, Remo hat sich da richtig in den Kriegspathos hineingeschwatzt. Ein bisschen widersprüchlich ist das ja schon. Jetzt haben die da selber den QR-Code da oben. Also es geht ja letztlich um die Frage, wollen wir QR-Codes in den Bergen, ja oder nein? Jetzt mit dem Überkleben ist es auch wieder ein QR-Code. Das haben wir Herrn Maklowski natürlich auch gefragt, respektive ihn damit konfrontiert. Ja, natürlich, das kann man so sehen, aber man muss halt irgendwie die Vorgeschichte sehen. Also da ist ja jetzt schon was installiert oben und ja, wir finden, es ist eigentlich noch eine schönere Maßnahme, als jetzt ja irgendwie zum Vandalismus zu greifen und mit der Flex hochzugehen und alles abzumontieren, was ja auch eine Möglichkeit gewesen wäre. Also wir finden, es ist eigentlich noch so eine witzige, bisschen subversive Maßnahme. Stört Sie das? Denke ich schon. Ja, auf jeden Fall. Ja, also deshalb, wir haben ja unsere Kollegen, die für Unterhalt und Pflege sorgen. Also wenn wir da die Gipfelbücher vorfinden mit dem QR-Code, dann werden wir sicher wieder schauen, dass der entfernt wird und wieder der ursprüngliche QR-Code gescannt werden kann. Du hast dich schon ein bisschen durchblicken lassen, deine Meinung zu diesen Gipfelbüchern. Ja, erzähl mal, werd mal dampflos. Ich darf jetzt nicht zu lange reden, hat es geheißen, aber ja, ich bin absolut gegen diese Aktion. Ich finde es völlig daneben, geht gar nicht und die sollten weg. Du, Dominik? Du bist ja voll der Befürworter, oder? Nee. Ich verstehe natürlich die Sorge, dass Werbung in den Bergen Überhand nehmen könnte. Nach dem Knoblauchbrot perfekt. Mhm. Als guten Verlust, ja. Das war Oscar-Preisträger Jimmy Chin. Ja, eben Oscar-Preisträger.
neu auch als Botschafter im Auftrag von Colgate im Einsatz und natürlich ein schönes Beispiel für Werbung in den Bergen, oder? Absolut. Was ich gelernt habe aus dem Video, aus dieser Werbung, putzt euch die Zähne, bevor ihr ein Gipfelselfie macht, damit die Zähne auch schön strahlen. Bevor wir uns verabschieden, möchten wir auf unsere Reportage aufmerksam machen. Wir waren beim Mammut und haben euer altes Klettersmaterial mitgenommen. Unter anderem zum Beispiel ein 20 Jahre altes Seil wurde uns eingeschickt. Das haben wir in den Fallturm eingespannt. Armes Seil. Ja, wenn ihr wissen wollt, wann das Seil gerissen ist, dann schaut euch doch das ganze Video an. Ihr findet es auf diesem Kanal. Jetzt machen wir selber Werbung. Ach, das geht einfach nicht. Ja, aber wir müssen ja auf unseren Kanal aufmerksam machen. Ist ja kein Problem, oder? Ja, ich finde das einfach. Jetzt haben wir da die Bündner Kantonalbank gebasht mit Werbung und dann. Ja, aber das kannst du ja wirklich vergleichen. Die stellen Stelen auf dem Gipfel und wir machen auf unsere Sendeformate aufmerksam. Ja, wie du. Für dich ist einfach nein, immer alles. Mit ihm du haben wir. Tom, Luca, aber das ist einfach mühsam mit ihm, oder? Nein, also, tut immer. Ich sage immer, wir können nicht einfach immer nur werben. Ach, da immer die Nerven. Ja, also dann tun wir da die Signalzahnpaste weg. Ja, nimm sie mit. Hau ab. Hey, nein, das ist eine Sache. Hey, nein. Fahr ab. Hey, Scheiße. Also. Tschüss, Remo. Nein. Ich übernehme dann mal. Ist das ein Bild? Gut. Also, das war's für heute, wie immer. Nee, eben, macht doch was ihr wollt. Liken, abonnieren, mir ist es egal. Und tschüss. Ruf einfach gesagt, das ist Scheiße. Ich glaube, da brodelt wirklich was.